Hallo, hallo Freunde chinesischer Smartphone-Kunst. Ich kündige euch hiermit ganz offiziell eine kleine Miniserie an. Ich hatte ja immer mal so meine Miniserien gehabt. Kleine Smartphones, also besonders kleine Smartphones im Verhältnis zu dem, was gängig ist. Große Smartphones, genau das gleiche im Verhältnis zu dem, was gerade gängig ist. Und nun geht es um alte Smartphones. Klingt jetzt ein bisschen eigenartig, aber ich finde, dass das Thema eigentlich gerade 2018 top aktuell ist. Warum? Die Markenhersteller Apple, Samsung, Sony, HTC und immer so weiter bringen inzwischen jedes Jahr immer eine komplett neue Serie auf den Markt. Außer natürlich Apple, die haben im Großen und Ganzen immer nur zwei Geräte, wenn wir von Smartphones reden. Im Großen und Ganzen ist das Thema natürlich auch auf Tablet und Smartwatches adaptierbar, aber wir bleiben einfach bei dem Thema Smartphones. Ich will es ja schließlich nicht übertreiben, es soll ja auch nur eine Miniserie werden. Nun, ich möchte gerne auf eine bestimmte Problematik aufmerksam machen, das mache ich ja eigentlich thematisch mit meinem Kanal insgesamt sowieso, weil ich mich ja auf Low-Budget-Geräte immer aus Nahost konzentriere, also Importgeräte von Gearbest, Banggood, Geekbang und so weiter. Denn ich bin der Meinung, dass die Entwicklung bei Smartphones nun schon seit einigen Jahren praktisch stagniert. Es kommen zwar immer mal witzige Spielereien hinzu, aber die großen, die wichtigen Eckpunkte beim Smartphone, die sind schon lange ausgereizt. Ich hatte das bereits immer mal so angesprochen bei dem ein oder anderen Video, dass die Displays im Prinzip nicht noch höher auflösen können, weil das menschliche Auge das schlichtweg nicht wahrnehmen kann. Wir haben jetzt bereits absurd hohe Displayauflösungen, gerade bei den teureren Geräten. Der Arbeitsspeicher ist auch nicht beliebig erweiterbar. Ist er natürlich technisch gesehen schon, aber man braucht es nicht im Alltag. Wir sind mittlerweile bei, zumindest bei den China-Smartphones, bei 6 GB angelangt. Wenn man so um die 200 Euro hinlegen möchte, sind 6 GB heute kein Problem mehr. Der interne Speicher, der wird ja inzwischen auch immer größer, außerdem ist der ohnehin erweiterbar. Es ist natürlich witzig auf dem Datenblatt, wenn man 128 GB erweiterbaren Festspeicher hat, aber viele nutzen es nun mal nicht. Und so gibt es Leute, die sich jedes Jahr immer das Premium-Modell kaufen, ohne dass sie eigentlich die Leistungen des Vorgängermodells bereits ausgereizt hatten. Und das kumuliert sich dann letztendlich über die Jahre hoch, dass man irgendwann sagen kann, wenn ich schon die Leistung des Vorgängermodells nicht ausgereizt habe, warum kaufe ich mir denn eigentlich die Nachfolgerprodukte? Und das soll jetzt meine kleine Miniserie behandeln. Ich möchte nämlich ältere Flaggschiffe gerne unter die Lupe nehmen und unter aktuellen Testbedingungen vorstellen. Das war im Übrigen nur reiner Zufall gewesen. Mich hat einer angeschrieben über eBay. Das war, glaube ich, auch ein Zuschauer und wir haben letztendlich einfach nur getauscht. Er hat mir dann Sony-Gerät angeboten und hat ein Xiaomi-Gerät bekommen. Und da bin ich jetzt zu dem Sony X5 gekommen. Das wird dann von mir eben unter die Lupe genommen. Das wären alles eigene bzw. separate Videos. Dann habe ich hier noch das das Z3 Kompakt. Das wird auch unter den aktuellen Testbedingungen unter Lupe genommen. Ich weiß nicht, ob sich das hier wirklich noch lohnt, aber das kriegt man in dem Video heraus. Ich habe zum Beispiel hier noch ein älteres ZTE, das sieht aus wie ein kleiner Taschenrechner oder sowas, oder die Fernbedienung fürs Garagentor, aber nein, es ist ein Smartphone, früher waren die nochmal kleiner gewesen. Und da können wir mal schauen. Ich hatte zum Beispiel das Meizu MX vorgestellt und ich weiß nicht, wie ihr das betrachtet, aber das ist ein geiles Telefon. Und wenn nicht die Android-Version so alt wäre, dann wäre das heute uneingeschränkt einsetzbar. Hatte sogar, glaube ich, sogar 32 GB Festspeicher und vergleichsweise gute Werte. Und da möchte ich einfach sehen, was ist mit einem Gerät, ein Flaggschiff, was 2-3 Jahre alt ist. Wiefern ist denn das heute noch einsetzbar? Wie gut ist das eigentlich im Vergleich zu den Geräten, die man heute so kaufen kann? Es ist natürlich klar, dass ein Flaggschiff von 2014 mit einem Flaggschiff von 2018 technisch nicht vergleichbar ist. Aber wie tritt es denn gegen Mittelklassegeräte an oder gegen Einsteigergeräte? Das, denke ich mal, werden wir rausbekommen. Die Benchmark-Ergebnisse sind ja alle letztendlich vergleichbar, zumindest wenn man eben gleiche Version verwendet. AnTuTu 7 gegen auch wieder ein AnTuTu 7 Wert. Es sind auch noch andere Geräte in petto. Also ich habe jetzt noch 3 andere, glaube ich, die dann noch unterwegs sind. Das ist auch eine kleine Serie, die sich ein bisschen hinzieht. Ich muss dann nebenbei auch noch aktuelle Geräte vorstellen. Ich habe auch noch eine kleine Kamera. Und die beiden Serien China-Schrott sowie Retro-Reviews sind ja auch noch nicht abgeschlossen. Ich hoffe, ich übernehme mich an der Stelle nicht. Aber es ist nun mal ein Thema, was mich selber auch unglaublich interessiert. Ich hatte mir jetzt auch, ich glaube, das kleine Z3 Kompakt schon mal angeschaut und ich war wirklich beeindruckt, was man damit heute noch anstellen kann. Das werde ich euch natürlich noch zeigen. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, sonst guckt ihr euch die Miniserie ja nicht mehr an. Aber Retro-Reviews wird es natürlich auch noch geben und das ein oder andere China-Schrott-Review natürlich auch. Allerdings, ehrlich, das mit dem China-Schrott, das hat jetzt nicht so den Mehrwert, deshalb werde ich mich darauf nicht so konzentrieren.
DHL war gerade da und hat Nachschub an Smartphones geliefert. Draußen sind es ja gefühlte 50 Grad im Schatten und da habe ich den mal gefragt, wie es so mit der Klimatisierung der Autos ausschaut. Also sein Auto hat keine Klimaanlage und wegen Diebstahlgefahr darf er auch das Fenster nicht aufmachen. Nice. Tja, der war auf jeden Fall schon gar gewesen, so viel steht fest. Okay, jetzt habe ich ein bisschen Faden verloren. Wo waren wir gewesen? Nun, wer auf allerneueste Technik mal steht, da soll sich das natürlich holen. Aber es geht ja eher darum, selbst herauszufinden, was brauche ich wirklich und wie viel Geld muss ich tatsächlich für ein Smartphone ausgeben, damit ich halt glücklich bin. Außerdem ist es doch mal schön, sich die guten alten Klassiker mal wieder anzuschauen und eben zu sehen, was die heute noch so taugen. Nicht wahr? Wird bestimmt ein Spaß. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann hoffentlich zu den entsprechenden Videos der guten alten Flaggschiffe dann halt wieder. Und als nächstes kommt im Übrigen das Meizu Pro 6 Plus dran. Das ist ja auch schon ein älteres Gerät, läuft noch mit Android 6. Ist jetzt natürlich nicht so super alt, aber ist jetzt sehr günstig zu haben und für mich das beste Telefon der Welt. Mehr brauche ich einfach nicht. Werde ich auch behalten. Ich hoffe, wir sehen uns zu dem Video wieder. Bis dahin, ciao.